Wort. Natürlich für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung peitscht dieses Gesetz durch den Bundestag in einem Affenzahn. Als ginge es um die Agenda 2010, das hatten wir doch schon mal. Seit es Leiharbeit und Werkverträge gibt, gibt es zwei Klassen von Belegschaften im Betrieb. Trotzdem unternimmt die Bundesregierung nichts, um bei Werkverträgen und bei Leiharbeit bleibt praktisch alles beim Alten. Das ist absoluter Beschiss an den Beschäftigten. Im Supermarkt sehen wir das Zweiklassensystem direkt. Die Stammbelegschaft trägt weiße Kittel, Werkvertragsbeschäftigte tragen schwarze T-Shirts. Alle machen die gleiche Arbeit. Die Beschäftigten in Weiß haben geregelte Arbeitszeiten und einen Tariflohn. Ihre Kolleginnen und Kollegen in Schwarz können oftmals nur davon träumen. Aber anstatt gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit zu lösen, passiert nichts. Selbst zu der Umkehr der Beweislast zugunsten der betroffenen Beschäftigten sind Sie nicht bereit. Sollten sich ein Betroffener doch mal vor Gericht trauen, hat er vermutlich keine Chance. Er kann den Scheinwerkvertrag nicht wirklich nachweisen. Die dafür notwendigen Dokumente hat in der Regel nur der Arbeitgeber. Damit ist klar, Beschäftigte, die über Scheinwerkverträge ausgebeutet werden, bekommen von der Bundesregierung keine Hilfe. Aber auch legale Werkverträge werden genutzt, um ganze Produktionslinien auszulagern. Ziel dabei ist, Lohnkosten zu sparen und Belegschaften zu spalten. Die beste Möglichkeit, gegen Missbrauch von Werkverträgen vorzugehen, ist die Stärkung der zwingenden Mitbestimmung. Informationsrechte der Beschäftigten sind kein Pfifferling wert, wenn diese nichts tun können, um Ungerechtigkeiten zu beenden. Damit fallen sie den Betriebsräten in den Rücken. Ich selbst bin 44 Jahre Mitglied der Gewerkschaft. Wenn ich von Ihnen höre, dass es die Gewerkschaften sind, dann schwillt mir, die im Grunde das eingefordert haben, dann schwillt mir der Kamm. Über die Vorgesetzten im Ministerium für Arbeit und Soziales die Zustimmung zu holen, bedeutet nicht, dass man gleichzeitig alle Gewerkschaftsmitglieder diese Positionen mittragen. Hören Sie auf, ständig über die Interessen von Millionen von Beschäftigten zu vereinnahmen. Die Beschlusslage auf den Gewerkschaftstagen zu Leiharbeit und Werkverträge ist ganz klar. Gleiches Geld für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag und Stopp des Missbrauchs von Werkverträgen durch Stärkung der Mitbestimmung. Zu sagen, dass es eine Stärkung von Tarifverträgen ist, Frau Wolf. Ich weiß, habe gelernt, Tarifverträge sind dazu da, bessere Regelungen zu schaffen, keine schlechteren. Was da jetzt passiert, sind schlechtere Bedingungen für die Beschäftigten. In meiner Region gibt es auch Tarifverträge, wo genau gleiches Geld für gleiche Arbeit verhandelt ist. Das ist also möglich. Ich weiß das selbst. Aber das, was hier passiert, ist genau das Gegenteil. Und das wird sich umkehren gegen die Gewerkschaften an der Stelle. Sie vertreten als Bundesregierung, als Große Koalition nicht meine Interessen als Gewerkschafterin. Sie vertreten nicht die Interessen vieler Beschäftigter und Betriebsräte und erst recht nicht die Interessen aller Beschäftigten an der Stelle. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Deswegen, ich habe gehofft, Sie geben mir ein bisschen zusätzliche Zeit, wenn ich schon keine Frage stellen kann. Aber ich habe auch nur noch einen Satz. Deswegen lehnt auch die Linke diesen Gesetzesentwurf ab, weil er ist keine Verbesserung für die Betroffenen, sondern eine Verschlechterung. Vielen Dank. Als nächster Redner.